Drop-Test! Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen RC-Video. Heute fahren wir mal mein aktuelles Lieblingsfahrzeug, den Losi DBXL 2.0. Ich habe die GoPro verloren. Aber diese günstigen Klebepads hier, die sind auch richtig Mist, halten hier gar nicht, ey. Wisst ihr was? Ich muss ehrlich sagen, ich habe den DBX 2.0 viel zu sehr unterschätzt. Der ist riesig, der hat viel Power, ist verdammt schnell und er ist sogar stuntfähig. Falls ihr die letzten Videos mit dem DBX 2.0 nicht gesehen habt, ich blende euch mal ein paar Ausschnitte ein, wie wir damit gesprungen sind. Also echt heftig. Die Räder, die da drauf sind, das sind die Originalen, die mitgelieferten. Und ich will heute mal herausfinden, wie gut hier diese Räder mit Stollenreifen sind. Kurzer Vergleich, auf den ersten Eindruck haben wir hier natürlich deutlich mehr Reifen und außerdem ist das hier auch weicher. Ich denke, das ist sehr praktisch, falls man irgendwelche Stunts macht und dann landet, dass es etwas geschmeidiger ist. Hier haben wir natürlich dann weniger Reifen, aber dafür Stollen. Ich denke, dadurch hat man mehr Grip im Gelände. Meine Vermutung ist, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Aber wie sehr die Vor- und Nachteile überwiegen, finden wir jetzt heraus. Als allererstes machen wir erstmal einen schönen Geländetest hier. Ich gebe einfach mal Vollgas und dann können wir mal gucken, ob ich die Kontrolle über das Fahrzeug noch behalten kann. 3, 2, 1, go! Alter! Uiuiuiuiui! Man hat schon ordentlich gesehen, wie die Reifen gebläht haben, ey. Alter, der ist so brutal, Freunde. Schaut euch das mal an, wie man hier durchballern kann. Wow! Ich habe das Gefühl, bald platzt ein Reifen, ey. Alter, hat das Ding Power, wow! Alter, ist einfach so ein Biest, der wollte sogar ein Wheelie machen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ansonsten mit diesen Reifen hier auf diesem Gelände, man hat jetzt nicht den besten Grip, also man rutscht schon ein bisschen, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Das macht auch sehr viel Spaß, weil man da halt noch ein bisschen mit driften kann. Gehen wir jetzt rüber zum Monstersprung und gucken mal, wie weit er fliegt, wie gut er fliegt und wie gut man ihn in die Luft steuern kann. Ich glaube, mit den Rädern geht das nämlich besser als mit den anderen. Let's go! Alter, was für ein Sprung! Oh, wow! Hast du das gesehen? Der hat den Sprung komplett geschafft. Das ist das erste Fahrzeug, was den Sprung komplett geschafft hat. Ach du Heilige! Und wie perfekt das war. Und man kann ihn wirklich so gut in der Luft steuern. Das gibt's doch nicht. Ich hätte einen Backflip machen können, ey. Alter Schatz, der hat den Sprung komplett geschafft. Ohne Spaß. Ich kann's nicht glauben. Wie heftig ist das denn? Voll geil. Mach nochmal. Alter, ist unglaublich, wie der fliegt, ne? Ey, soll ich mal einen Backflip versuchen? Ja. Okay, ich hoffe, es wird nicht schief gehen, denn ich muss dann noch die anderen Reifen drauf montieren. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und man kann ihn echt schon gut steuern. Oh! Ja, Mann!
Mann, perfekter Backflip, Alter. Ey, das Ding ist so brutal. Gehen wir wieder zurück zum Auto, machen die anderen Räder drauf. Der Akku ist auch nicht mehr der vollste, aber geht noch ein bisschen was. Akku leer. Ah, ich glaube, das ist nicht der Akku, weil Anzeige habe ich ja, der geht noch. Ich glaube, das Ding ist überhitzt, aber wir haben den auch ganz schön gedrückt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er den Sprung einfach komplett geschafft hat. Als allererstes Fahrzeug in meiner Sammlung. Heftig. Komm, machen wir mal einen Deckel auf und dann gucken wir mal, ob der Motor heiß ist. Oh, der Regler blinkt rot. Motor ist eigentlich gar nicht so heiß. Ich mache das Ding mal außen an. Oh yeah. Manch hat schon Angst, aber war nur überhitzt, ey. Komm, ich fahre ganz kurz durch die Wiese, damit er ein bisschen sauber wird. Und dann wechseln wir die Räder und mal gucken, was die anderen Räder so zu bieten hatten. Aber ich glaube, mit den originalen Rädern macht er mehr Spaß. Deckel zu. Und ab geht's durch die Waschstraße von Johnny Hunt. Alter, schaut euch mal an, was für fette Muttern der hier hat, ey. Let's go! Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Reifenwechsel ist vollbracht. Ah, ich weiß jetzt schon, dass ich nachher wieder die anderen drauf machen werde. Und schaut euch das mal an. Ich finde, hey, die sehen zu klein aus. Die sehen tatsächlich zu klein aus für das große Fahrzeug. Ja, von oben geht's, aber von der Seite einfach zu klein. Na komm, schmeiß mir die Kiste wieder an und geben erstmal Vollgas. Auf die Plätze, fertig, go! Oha, Alter. Wow, Freunde, also er hat schon ein bisschen besser Grip, würde ich sagen, aber es ist jetzt nicht so krass. Nichtsdestotrotz, der bricht oft aus, man kann immer noch driften und wie man driften kann, wie ich da gerade Donuts gezogen habe, ey, ist auch geil. Naja, ich wechsle jetzt die Akkus, wir klatschen neue, frische Akkus rein und dann gucke ich mal, wie die Sprünge so sind mit diesen Rädern. Let's go! Alter, ob er das überlebt hat, ey, das sah schon schmerzhaft aus, oder? Ich kann euch jetzt schon sagen, man kann ihn überhaupt nicht mehr so gut in der Luft steuern und ihr habt gesehen, der Flug, der war einfach nur Kacke. Ich habe Glück gehabt, dass er auf zwei Rädern gelandet ist, also vielleicht ist nichts passiert. Oh nein. Ey, das eine Rad eiert ganz schön, ne? Ja, vorne. Och nö, oder? Geht noch, oder? Machen wir mal eine Schadensaufnahme, komm. Ich habe das Ganze jetzt mal überprüft und ich muss sagen, mir fällt eigentlich nichts auf. Also, sieht eigentlich noch gut aus. Das heißt, wir machen noch einen Sprung in der Hoffnung, dass nichts schief geht. Wow, der hat's geschafft. Ah, es hat sich aber nicht mehr gut angehört, glaube ich. Na komm, gehen wir erstmal wieder zurück zum Auto, wechseln die Räder und schauen uns das mal genauer an, was da passiert ist. Ich bin wieder zurück in meiner Garage, die anderen Räder sind schon drauf, ansonsten habe ich das Problem gefunden, warum das Rad so eiert. Bevor ich euch das gleich zeige und wir versuchen das zu beheben, muss ich den erstmal abspülen, denn der ist ganz schön dreckig geworden. Also, ich spritze ihn mal ab. Tada, er ist wieder sauber, mehr oder weniger. Das erste, was mir hier jetzt aufgefallen ist, am Heck, schaut euch das mal an, die Dämpferbrücke. Die hat sich bei dem Sturz ganz schön verbogen, aber das ist halb so wild. Ich denke mal, können wir gleich noch gerade biegen. Ansonsten, ja, die Schraube muss ich mal wieder richtig reindrehen, bevor ich die noch verliere. Ich drehe ihn mal gerade um.
Schaut euch das an, Freunde, bei dem Servo hier, wir haben so zwei Lenkstangen, die eine ist nicht mehr fixiert, da haben wir eine Schraube verloren. Ja, so eine Schraube müsste ich auf jeden Fall hier daheim haben, das ist auch kein Problem. Und dann, da könnt ihr sehen, also entweder hat sich das gelockert oder das ist bei der Dämpferbrücke jetzt da auch ausgeleiert. Und das muss ich gleich mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ach, wen haben wir denn da? Freundchen, hast du dir auch eine Dusche gegönnt? Gute Neuigkeiten, Freunde, das hier habe ich festgezogen, da wackelt jetzt nichts mehr, ansonsten hier bei dem Servo habe ich eine passende Schraube, mache ich jetzt auch fest und dann würde ich sagen, gucke ich nochmal alle Schrauben durch, denn es ist schon einiges locker. Und danach sollte der DBXL 2.0 wieder einsatzfähig sein, also puh, ich habe das Fahrzeug echt unterschätzt, es macht so viel Spaß damit zu fahren, es ist sogar standfähig und es ist verdammt stabil für die Größe und das Gewicht, Alter. Das ist aktuell wirklich eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst noch einen Daumen hoch da für mehr RC-Videos. Hier könnt ihr noch zwei weitere RC-Videos anschauen. Ich würde sagen, das war's für heute. Echt mega geil, dass wir den Sprung zum allerersten Mal komplett geschafft haben. Also, wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Peace.